Baby, we're finally back. Oh my god. Finally back. Nach einer gefühlt Ewigkeit. Ein Monat langer Pause sind wir wieder dabei, eine Session zu haben und aufzunehmen. Naja, ich meine, wir hatten andere Sessions, aber jetzt mit nur wir beide und halt, wir hatten dazwischen so einiges. Wir hatten halt so viel aufgenommen, so viele Sessions gehabt, dass wir einfach so viel Puffer hatten, so viele Folgen, dass wir einfach dachten, wow, lass mal kurz einen Break machen, nicht mehr aufnehmen, damit, wenn wir wieder aufnehmen, mal irgendwie auch mal was Aktuelles ist, ne? Dass die Leute hier die nicht irgendwie aktuelle. Zwei Monate alte Folgen auf den Tisch geklatscht bekommen und dann heißt es einfach Fliss. Aber wir haben auch andere Sachen aufgenommen, die im Archiv liegen und wir hoffen sehr, dass es auch dazu kommen wird, dass wir die Sachen releasen dürfen. Das heißt dürfen. Dürfen tun wir schon, weil es unseres ist, aber können. Ja. So, da sind wir wieder beim großen Tausendfüßler. Uff. Ja, ich muss gerade ein bisschen. Was ihr nicht wisst, ich habe nicht schon vorher warm gespielt, aber ich muss gerade ein bisschen meinen Fokus finden, was den Boss angeht selbst. Erstmal. Lass mich mal nach oben gehen, damit ich einen Überblick bekomme, wo die scheiß Giftdinger sind, weil die haben sich, glaube ich, hier im Raum verstreut. Was ist los? Man war sich gerade nicht sicher, ob du mit den Leuten gesprochen hast oder ob du einfach nur laut nachgedacht hast. Also, es war ein bisschen was von beidem, weißt du? Kennst du das? Manchmal mixt du das so. Ja. Aber scheinbar kann ich die gerade nicht finden und ich glaube, ich bekämpfe dann lieber mal den Boss hier oben, ne? Das Ding ist halt, die Leute wissen auch nicht, dass wie lange du eigentlich die Pause hattest von Neo, weil die denken, dass als Little Nightmares hochgeladen wurde, dass das quasi deine Pause war zu Neo und dann als Neo wieder kam, dass du da wieder gespielt hast. Aber so ist das nicht. Die Folgen von Neo, die nach Little Nightmares kamen, das waren auch noch Folgen aus dem Archiv. Das heißt, während ihr noch die ganzen Neo-Folgen geguckt habt, hat Chris immer noch kein Neo gespielt und dementsprechend ist er sehr, sehr eingerostet. Also wäre er jetzt professioneller E-Sportler, könnte er, glaube ich, direkt die Karriere an den Nagel hängen. Weil er könnte es gar nichts mehr. Was ich übrigens ganz komisch finde, weißt du? Also, ich meine, man hört ja immer so die ganzen asiatischen E-Sportler vor allem, aber auch natürlich die aus Europa und Amerika, die müssen ja, wenn sie irgendwie MOBAs spielen, sagen wir jetzt mal, nehmen wir als Beispiel, HOTS oder League of Legends, whatever, die trainieren irgendwie 8 Stunden am Tag. Aha. Ne? Fucking täglich. 8 Stunden, wie ist es? 8 Stunden schlafen, 8 Stunden trainieren und der Rest ist noch, dazwischen kommen noch Team-Meetings und sowas. Ja, und ich denke mir so, what the fuck? Die trainieren ja viel mehr als echte Sportler. Tja, kannst mal sehen, ne? Oh, aber das Ding ist ja, ich weiß es ja selbst, wenn ich irgendwie MOBA spiele, also zum Beispiel Heroes of the Storm, das spiele ich die ganze Zeit, lass mich nur, sagen wir, 2 Wochen. Lass mich 2 Wochen nicht spielen. Ich komme zurück, ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß noch, wo du mich so fragst, ey, weißt du, was los ist? Weißt du, was Meta ist? Und ich so, Alter, ich habe auch 2 Wochen lang nicht mehr gespielt. Das ist, wenn das geringste Problem wäre, dass du nicht weißt, was die Meta ist. Ich glaube dann, bei mir ist es einfach so, ich bin wirklich immer auch direkt kognitiv überfordert. Also ich verliere komplett den Bezug zum Spiel. Oh ja. Und dann passieren so ganz plötzlich das Teamfight und du denkst dir nur so, where am I? Where is my character? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtige tue hier gegen den Boss gerade. Aua. Es sieht effektiv aus. Du hast auf jeden Fall mal schon mal mehr Schaden gemacht als bei mir im letzten Fall. Ja, ich weiß. Beim letzten Mal habe ich ja richtig verkackt. Ich will immer. Ich weiß nicht, ob's. Wow! Ich will immer die ganze Zeit mit R3 rennen, weil ich weiß gar nicht wieso, ey. What the fuck is he doing? Rip. Jetzt muss er wieder hoch. Oh, damn it. No. Diese kurzen Beine. Oh, bitte komm runter. No. I hate this job. I really hate this job, man. Als ich den Job angenommen habe, stand es aber nicht, dass ich die ganze Zeit hier hochkommen muss. Aber ja, holy shit. Ich meine, 8 Stunden am Tag Videospiele spielen, ne? Und ich denke mir das mal so. Und dann hören die aber auch auf. Dann beenden sie ihre Karriere immer so mit Ende 20.
Digga, Alter, richtige Fußballer wie richtige Sportler wie Fußballer, die machen ja ihren scheiß Beruf länger als du. Ja, aber ich meine auch, du musst auch bedenken, also ja, ich weiß, Pro-Player von wegen halt, wenn du Spieler bist halt, du musst auch überlegen, wie ungesund das Leben ist von denen halt. Ja, total. Also wenn die sitzen zu den ganzen Tag? Die müssten zu den 8 Stunden, die sie ja sowieso spielen und trainieren und so weiter, also wirklich nur am fucking Schreibtisch sitzen und zocken, müssten die ja eigentlich noch körperlichen Ausgleich haben. Das heißt, theoretisch müssten die Fitness gehen oder so, oder ja, schwimmen. Manche Streamer, die ich kenne, die machen halt immer morgens halt eine Stunde Sport und sowas halt, aber ich meine halt trotzdem, du sitzt den ganzen Tag da, ne? Bewegst dich kaum. Und dann halt auch noch, die meisten haben ja dann so ein eigenes Haus, wo sie halt so alle zusammenleben. Aber trotzdem machen die sich ja meistens alle, fast alle ein bisschen so mehr oder weniger 90% Junkfood halt. Ja, ja. Richtig krass. Aber würde auch keiner fett, ne? Alle bleiben dünn, weil die so einen abgefuckten Stoffwechsel wahrscheinlich haben. Ich meine, es gibt ja ein paar, die ein bisschen mehr Fülle hatten und so, aber trotzdem, ich meine halt, es ist ja allgemein einfach nicht gut für den Körper. Nee, nee. Es gab, wie ist der eine von TSM, der Toplane immer gespielt hat? League Tyrus? Da habe ich mal einen Stream von ihm gesehen und da immer wenn er gequeued hat in der Q-Time, ist er immer aufgestanden und hat dann immer irgendwelche Bewegungen gemacht, damit er nicht unnötig rumsitzen muss. Ey, ich will nicht wissen. Also das wundert, also da wundert es mich echt nicht, dass sie dann die Karriere beenden. Wow, der hat sich Verstärkung geholt. Ja, er hat wieder ganz viele Beinchen. Aber da wundert es mich echt nicht, dass die Karriere so früh beenden. Der Körper muss so im Arsch sein, der Rücken muss so im Arsch sein. Holy shit. Ich meine, ich arbeite jetzt 5,5 Jahre in einem Bürojob, wo ich konsequent nur rumsitze. Oh. Und mein Rücken ist so ein Desaster mittlerweile. Ich dachte immer so, na, mir wird nichts passieren. Ich werd immer halbwegs fit bleiben. Und jetzt merke ich so, no. Ich will nicht wissen, was in den nächsten 5 Jahren passiert, Alter. Zum Glück bin ich jetzt, habe ich wieder angefangen, ein bisschen Sport zu machen. Aber es wäre Rest in Peace. Den Nacken und Rücken. Alter, dieses Anvisieren ist so schlecht bei denen im Kampf. Das sieht so beschissen aus, Alter. Ist aber auch ein ist das ein Yokai? Ja. Oh man. Ich weiß gar nicht mehr, wie man Snoop Doggy Dogg anmacht, Alter. So, Tastenkombination, ich glaube Dreieck, Kreis. Ich muss gerade weglaufen. Halt mich mal. Ah, ja, gleich. Ich muss erstmal das Gift loswerden und dann. Dreieck und Kreis, ne? Ja. Oh! Oh, ja. Oh my god! Oh my god! So good! He's the boy, he knows the shit. Wieso spiel ich eigentlich und nicht du? Oh shit, du hast ihn! Gib ihm! Gib ihm! Oh, ich hab kein Stamina. Ah. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Und es ist vorbei. Und es ist vorbei und der Euro fällt. Ja. Bam. Oh Gott. Jetzt bin ich bei 7. First try. Nach der Pause. Es ist bekannt, dass die Yokai um sich schlagen. Was? Was? Dass Yokai um sich schlagen, wenn Dämonen stärker werden. Fuck off, man. Holy shit. 1000 Jahre auch nicht mehr gelesen. Was sind Buchstaben, dude? Ey, wenn als du klein warst, ne, kennst du ja Buchstabensuppe, ne? Hast du damit auch rumgespielt halt? Haha, ich hab nie Buchstabensuppen gegessen, Alter. What? What? Nie ist dir so ein Dick entgegengekommen? No. Okay, damals Penis. Damals war ich noch nicht so weit, dass ich wusste, was ein Dick heißt. Ja doch, dass du korpulent bist. Ah. Ja. Aber das hat nie auf mich zugetroffen, selbst jetzt. Ich meine, guck dich mir jetzt an. Oh, was? Nicht ein bisschen Story? Oh, muss ich das vorlesen wieder? Ich weiß nicht mehr, wie seine Voice war. Ja, danke dafür, dass du dich um diese Angelegenheit gekümmert hast. Nun solltest du es mit dem Aufbau fortsetzen können. Ich würde es sehr zu schätzen, wenn du für dich behalten könntest, was du dort unten gesehen hast. Solange du das tust, wird der Mori-Clan gerne Meister Hanzo bitte Folgen leisten. Zumindest solange es auch für unser Volk von Vorteil ist. Wenn du weitere Unterstützung des Mori-Clans brauchst, solltest du Kobayakawa Hideaki aufsuchen.
Was, Mission? Was? Irgendeine Nebenmission haben wir freigeschaltet. Ja, hier auch direkt bei Gelegenheit, wo wir schon bei der ersten Folge der neuen Session sind. Die Dauer der Folgen wird wieder aufgestockt auf 20 Minuten. Nicht, dass ihr euch dann wundert. Gab's hier nicht... Der Waffenschmied war das mal, wo ich die Pfeile kaufen wollte. Ja, genau. Das bedeutet ganze 5 Minuten mehr Spaß, 5 Minuten mehr Unterhaltung, 5 Minuten mehr Blödsinn. 5 Minuten. Yeah. Das war ja, wo ich die Punkte neu verteilen konnte. Wo konnte ich denn hier die Pfeile kaufen? War doch im Kugel. Oh. Kann ich keine Pfeile mehr kaufen? Nein. Konntest du jemals Pfeile kaufen? Ja. Kaufe Utensilien und Ausrüstung. Eigentlich müsste es hier irgendwo sein, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo... Ah. Jesus. Was ist das? Ist das eine Bowlingkugel? Nee, das ist für diese Riesengewehre sind die. Riesengewehre? Riesengewehre. 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 So, was geht ab? Was ist die... Der Ozean des Trost ist die nächste. Mission Stufe 4. Siehst du das? Oh, ah ne, 38, aber guck mal, da sind ganz viele Leute. Hast du gerade gesagt, der Ozean ist Toast? Nee, der Ozean Toast wieder. Aber das erste Mal habe ich gesagt, der Ozean ist Trost oder so, habe ich gesagt. Ach so, ich habe verstanden, der Ozean ist Toast. Ich glaube, das ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Siehst du da runter die roten Dinger? Ich glaube, das sind, wie viele Leute da gestorben sind. Sicher? Ja, wie häufig da... Ich glaube, das ist... Wie häufig da Leute sterben. Guck, bei der 25er-Mission sind nicht so viele Leute gestorben. Ja, aber da steht doch einfach nur... Ist das nicht einfach der Schwierigkeitsgrad? Glaub nicht. Okay, boy. Okay. Keep going, bitch. Oh mein Gott. Who the fuck is that guy? Ah, das ist Kobayakawa Hideaki. Das ist der, den du gerade so schön vorgelesen hast. Ah, come on, fuck off. Man, Alter, du weißt... Du bist dran, okay. Durch die Gerüchte über den Geist der... Oh Gott. Itsukushima heimsucht, ist die Besatzung starr vor Angst. Wir, Kobayakawa, mögen die Herren des Meeres sein, aber das Übernatürliche ist uns nicht vertraut. Wenn du diesen schrecklichen Geist vertreibst, Sir Anjin, vereinbare ich nur zu gerne ein Treffen mit den Murakami. Sie sollen in der Lage sein, dein fremdländisches Schiff zu reparieren. Als Gegenleistung für deine Mühen würde ich vielleicht sogar Fürst Iyatsu helfen. Wird das Iyatsu ausgesprochen? Iyatsu, glaube ich. Keine Ahnung. Iyatsu. Vermute ich mal. Damn, that was tough. Weißt du, ich habe letztens einen richtig schlechten League of Legends Joke gehört. Hast du eigentlich noch gespielt, wo Yasuo rausgekommen ist? Yasuo? Yasuo? Ja. Why are there no locked door? Because he has a key. Ist das so eine Voiceline von ihm? Ja, er sagt halt manchmal, wenn er stabbt, so has a key und dann so. Ach so. Und dann has a key. Aha. Uh-huh. No locked doors. Got it. It's a joke, man. Why didn't you laugh? Da, dein Einsatz. I don't know. I didn't get that joke at the first time. Und dann wollte ich einfach nur schlau sein. Also, oh Gott. Der Schrein Itsukushima in der Provinz Aki wurde im 12. Jahrhundert über ein Becken mit heiligem Wasser errichtet. Nun ist er von Yokai-Energie verseucht, Dien zerstört. Takagage, das vorherige Oberhaupt des Kobayakawa-Familie, nahm große Mühen auf sich, auf die Steine des Westens wieder aufzubauen und zu beschützen. Hideaki war der Aufgabe jedoch nicht gewachsen, sodass die Gegend nun von Yokai und Piraten heimgesucht wird. Dun, 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 dun. Itsukushima, Provinz Aki. Weil wir natürlich richtige Baller sind, laufen wir auch richtig swaggy hier rein, ne? Baller. Oh, guck mal, es ist keine Höhle, nein! Wir haben diesmal... Segel, Wasser, Schiffe. Aber sind wir am Anfang nicht auch an einem Strandding gewesen? Ja. Oh, guck mal, wer da ist, guck mal. Oh, I know that girl. I know that girl. Sup, girl? Oh, baby! Danke für deinen Schein. Oh, Gott. Der besagte Yoka scheint sich in dieser Gegend niedergelassen zu haben.
Scheiße, wieso muss ich unbedingt ihr Schenkel so da präsentieren? What the fuck? It doesn't even make any fucking sense. Das ist damit sie, wenn sie ihr Karate. Das ist halt ein Feueramulett. Ach, das macht wahrscheinlich, dass meine Waffe Feuer. Energy hat. Feuer Energy. Energy! Ich glaube, wir könnten mal wieder Level uppen, ne? Level uppen? Oh ja, 80.000. Ja, wie sind wir. Nee, weil nicht 80.000, 35.000, am I right? 80.000 Moneys habe ich. Aber was nehme ich denn? Oh, ich kann mich nicht erinnern, was die ganzen Sachen machen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich nehme einfach zweimal Körper, weil das Lebenskraft macht und mit allen Waffen mehr Schaden. Aber ich würde eigentlich mehr Ausdauer gern haben. Was ist das ja? Wow. Hä? Kannst du zweimal skillen? Ja, ich kann zweimal. Das macht auch ein bisschen mehr Ausdauer und mehr Schaden mit meinen Waffen. Ich glaube, Damage wäre ganz gut. Neues Gebiet heißt, die Gegner sind wieder stärker und im letzten Gebiet hast du schon immer ein Weilchen gebraucht, bis du jemanden geboxt hast. Ja, aber wenn ich mehr Key habe, kann ich mehr so machen. Ja, auch eine Idee. Jetzt ist die Frage, Qualität oder Quantität? Ja, wir machen einfach einen Punkt in beides und dann ist gut. Weißt du, wahrscheinlich alle Leute, die uns gucken, die ein bisschen Ahnung haben von Nioh, die gucken sich so meine Skill an und denken so, oh my god. What an idiot. God. Das war halt auch, ich weiß noch, wo ich das erstmal Dark Souls gespielt habe und keine Ahnung hatte, wozu du die ganzen Stats, also natürlich Decks und so von wegen, aber von wegen halt vor allen Dingen, was Waffenscaling und so angeht, ne? Mhm. Wenn du dann richtig verplempert hast, deine Punkte, war geil. Useless Character. Irgendwas hat mich entdeckt. Weißt du noch, damals bei Diablo 2? Ah ne, hast du ja nie gespielt, oder? Also ich hab's ein bisschen gespielt, aber nicht genug, um... Da war es richtig hart. Hast du einmal... Hast du geskillt? Ist der Charakter, ja. Ist ja bei Dark Souls müsste es auch so sein. Ich glaube, da gab's kein Reset. Hier gibt's, glaube ich, einen. Im zweiten Teil gab's dann das erste Mal, dass du resetten konntest. Ne, bei Dark Souls? Ja, bei Dark Souls 1 gab's, glaube ich, keinen Reset. Ich glaube, das kannst du auch jetzt nicht resetten. Einmal bezahlt. Doch, im zweiten kannst du das auf jeden Fall. Aber im dritten nicht. Ich glaube, im dritten auch. Maybe I'm wrong. Ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Also vielleicht kann es auch sein, dass du doch nicht resetten kannst. Also ich kann mich nicht erinnern, dass man das kann. Auch bei Bloodborne erinnere ich mich nicht. Bootyborne? Dass man das machen konnte. Du meinst Bootyborne, wenn du ich bitten darf, ja? Wir wollen ja gar nicht davon reden, wie tief du dein Hart in so einem Schwein hattest, ja? What? Ja. Bootyborn. Damn, Alter, ich weiß noch. Oh! War eine witzige Stelle. Gib ihm diesen Piraten. Bist noch nicht mal ein echter Pirat! Nicht mal ein Holzbein, nicht ein Papagei. Oh, man! Oh, Dude. Er ist zerplatzt, Alter. Er war so überwältigt von dem Move, den ich ihm gezeigt habe, dass da ging nicht mehr. Ich find's immer so geil, wenn die ganzen Pfeil- und Bogenschützen auf dich zielen die ganze Zeit und wenn du nah da bist, denken die sich so, oh wait. Oh shit, no, fuck it. Ich hab's. Ey, was? Hatte ich nicht das geholt? Ach nee, das war, glaube ich, da hatten wir letztes Mal schon nachgelesen, da musste ich irgendeine Mission machen, war das? Ich glaube, ja. I don't remember. Es war zu lang her. I can't remember. I can feel my face when I'm with you. Fucking shit. Solid Ohrwurm. Brauche ich nicht machen. Aber ich glaube, hier auf dem Schiff habe ich jetzt alles. Boy, man. Wo sollen wir lang gehen? Rechts oder links? Rechts sieht scary aus, muss ich sagen. Von links kommst du doch. Echt? Okay, ich dachte. Da bist du auch so langsam runtergelaufen. Lass mich kurz gucken. Da hinten ist Gangster sein. Da hinten ist auf jeden Fall noch was im Busch. Guck dir das an. Böses im Busch. Was ist das? Das ist eine Leiche. Mit noch mehr Feueramuletten. Wow, awesome. Hauptsache, die schenkt einem etwas, was direkt da bei einer Leiche rumliegt. Ja, hat sie wahrscheinlich immer abgezogen. Also. Ja, oh, guck mal, was ich für dich vorbereitet habe. Leiche geplündert, 10 Minuten. Ey, ich hab so das. Das habe ich nur für dich gemacht. Ich habe das Gefühl, hier springt irgendwas aus dem Wasser, Alter. Das wäre mega geil, wenn so ein Hai jetzt kommen würde und dir ins Bein beißt und sich runterzieht. Gut, dass du das mega geil finden würdest. An was ist er gestorben? Lass uns gucken. Guck mal, es sind nur 10 Cent. Er ist ertrunken. Aber der Unterhaltungswert wäre enorm. Wer ist ertrunken? Hier. Ey, wie konnte man da nicht auf dem
Brettern rumlaufen. Weiß ich nicht. Oh, irgendwas hat mich entdeckt. Dann kannst du. Ah. Da. Yo, boy! Almost. Holy shit, da hab ich mich ja schon trocken von deinem Schrein. I almost beat myself. What the fuck, hast du es gesehen? Oh mein. Das ist zwar kein Hai. Boah, mach ich wenig Schaden an dem Ding. Oh, scheiße, da. Scheiße, Glibberby. Jetzt hast du mehr Damage gemacht. Oh, jetzt. Alter. Oh mein Gott, I can feel it. 10 Cent. Der Bogenschütze geht mir richtig auf den Sack. Du hast dich geheilt. Töte erst den Bogenschützen, das braucht ein bisschen länger, bis es ankommt. Gib ihm mies. Weißt du, ich soll mehr Schaden machen, Alter. Ich plepp die Dinger irgendwie in. Ich glaube, ich mach mehr Schaden, wenn der. Spuckt der Waffen? Hier, wenn der so, hier sein Risiko. Guck da, dann kommt der. Dann machst du mehr raus. Schaden, weil dann ist sein Dings nicht geschützt. Alter, aber hat er mit Waffen gespuckt? Ja, ja, das wollte ich gerade sagen, bevor er mich überwältigt hat. Ich wollte gerade sagen, er spuckt er erstmal mit. Oh! Ah. Ist das nicht nur so ein Kodam? Ja, na dann schick ich mal nach Hause und dann müssen wir auch das Maul schon halten, ne? Guck mal, 20 Minuten schon vorbei, holy shit, Alter. Ich stell ich stell mich hier in die dunkle Ecke, zitiere einfach mein Fate. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge, ne? Oh. Mm. Yeah. Mal halten. Wir sind wieder zurück. Papa ist zurück. Fucking Daddy is back in hood. Ich wollte Papa ist zurück sagen und im selben Moment ist mir eingefallen, wir sind ja zwei, das und dann ist irgendwie Papas ist zurück. Fuck. Well, wenn wir ein Kind adoptieren, dann können wir auch sagen, wir sind Papas.